Hey und herzlich willkommen zu Minecraft, das Mittelalter. Mein Name ist Kumpel und ja, ich habe ein paar Experimente gemacht. Und zwar, ihr seht das hier schon, ich habe so ein paar wenige beim Rendern, so ein paar wenige Texturen mal experimentell anders gemacht. Dazu gehört erstmal ein Entwurf, das ist nur so ein Test, für Cobblestone. Der hat mir nämlich gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob der mir gefällt, aber er ist selbst gemacht. Ich habe einfach mal ein bisschen gespielt. Und da zeige ich euch die anderen Texturen, die ich so gemacht habe, auch noch. Das sind nicht viele. Das ist ein Mini-Texture-Pack, ein Mikro-Texture-Pack. Und da werde ich so ein bisschen ab und zu mal dran tüddeln, weil so ein paar Sachen gefallen mir in Default nicht. Und da hatte ich mal versucht, hier einen anderen Cobblestone zu machen. Ich finde ihn aktuell ganz gut, aber ich weiß noch nicht, ob das bleibt. Das ist jetzt nur mal so Spielerei. Und falls das sich noch ein bisschen entwickelt, dann gibt es vielleicht so ein kleines Minecraft, das Mittelalter-Overlay-TP, was so ein paar Sachen enthält. Zum Beispiel den Kies. Der ist einfach nur runterskaliert vom WMTP. Das ist gar kein Problem gewesen. Aber ich bin aktuell ja irgendwie verliebt in Default. Das muss ich auch sagen. Außer in Bambus. Nein, Bambus finde ich toll, aber nicht so groß. Und da oben seht ihr noch was. Das gucken wir uns gleich mal aus der Nähe an. Also der eine oder andere wird es erkennen. So ein paar Sachen habe ich halt gemacht. So ein bisschen habe ich rumgetüttelt beim Rendern halt. Es war eine Sache von 45 Minuten oder so, wo ich wirklich hier und da am Rendern und dann immer mal wieder. Und dann habe ich so ein paar Texturen habe ich gegönnt. Aber vor allem der Kies, finde ich, ist viel besser. Man erkennt ihn nämlich dann auch. Warum muss Kies grau sein? Kies ist so, sieht viel besser aus. So nach so Fluss, Spat, keine Ahnung. So, ihr seht hier. Das ist ohne Connected Textures. Und das ist auf Basis auch unseres WMTP. Allerdings habe ich mich an der weißen Wolle hier orientiert bei Default und auch ein bisschen an den den Eichenstämmen von Default und habe auch so ein bisschen, auch erstmal runterskaliert und dann komplett neu verwurstet. Und das passt auch, weil die Wave hat da so gemixt. Da muss man mal gucken. Achso, hier seht ihr übrigens Moos. Moosy Cobblestone. Den habe ich noch gar nicht ausführlich getestet, ob der wirklich seamless ist, tatsächlich. Ihr seht, sie hat ja so weiß und weiß gemacht und da habe ich dann mal so ein bisschen, einfach so getüttelt und gebüttelt. Und das sieht dann jetzt so ein bisschen anders aus hier im Dorf, so an einigen Stellen. Und das finde ich auch ganz gut. Erstmal. So für dieses Wochenende. Das können wir mal machen und dann gucken wir mal weiter, was ich da draus noch mache, ob ich da noch mehr mitmache. Aber war so ein bisschen Trial and Error wieder mal und mal was ganz anderes. 16-Bit-Texturen sind in der Tat gar nicht so einfach, wie sie aussehen. Also, und ach so, den habe ich auch noch gemacht. Den Heuballen, den finde ich so fürchterlich gelb. Guck mal, der liegt im Schweinestall, das weiß ich zufällig. Hier liegt auch was, aber sieht man ja nicht richtig. Ich gehe mal in den Schweinestall. Das ist ein Sauladen auch. Und dann sieht man hier hinten, da sieht man hier hinten mal unser WMTP runterskaliert auf Default. So, das finde ich so viel besser von der Farbe her. What the fuck? Ist das hier noch so Bauleiche gewesen? So Bauruine mäßig, ne? War das noch vom Bauen vergessen worden für alle Zeiten, für Jahre lang? So. Nö, das habe ich halt mal so gemacht. Was ist eigentlich mit der Musik los? Musik? Spielst du? Ja, so ganz leise. Okay. Also, ne, das habe ich mal so ein bisschen rumgetüttelt. Und irgendwas habe ich noch gemacht. Ach so, ich habe die Bilder durch die WMTP-Bilder ersetzt. Und zwar natürlich in 16-Bit-Auflösung. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Die hatte ich für den 14 ja schon vorbereitet. Aber ich komme halt einfach nicht dazu. Und das sieht dann halt schon ein bisschen... Die sind jetzt einfach nur so runterskaliert. Sieht ein bisschen schräg aus teilweise, aber es passt dann wieder. Wobei jetzt hier das irgendwie noch zu fein aussieht, obwohl es runterskaliert ist. Das Banner da. Und Lucy sagt, es hängen ganz komische Bilder drüben im Gästehaus. Und da gucken wir mal kurz rein, wie das so ist. Ah, hier kann ich mal sehen, ob das seamless ist so ein bisschen. Zumindest nach unten. Ja, das geht schon. Das kann man machen. Die Musik ist aber echt leise. Ich mach mal das nächste Lied. Warte mal kurz. Ah. Da ist ein bisschen mehr zu hören. So. Das hatte ich gemacht halt. Und ihr seht, das ist also... Dann hatte ich das und das und das. Und dann hatte ich halt die Bilder ein bisschen gemacht. Und hier hängen einige. Die habe ich einfach ausgetauscht aus Spaß und der Freude. Startzeit morgens. Okay. Dann haben wir hier ein Bild. Das ist im WMTP Sonnenbild. Hier hängen noch wieder die Banner.
die sind auch einfach nur runterskaliert. Also da habe ich mir echt keine Mühe mitgemacht. Das ist einfach nur Spielerei. Auch einfach mal zu zeigen, wie es geht. Gut, wenn man ein Texture Pack Übung hat, geht es auch sehr einfach, ein seine Texturen auszutauschen. Das ist der Ritter. Da ist wieder die Sonne, die hängt hier oft. Dann haben wir hier nichts. Die Wände sind jetzt sehr grau hier, aber gut. Der hat kein Bild, der liebe Romanus, oder Ex-Romanus, ist ja jetzt der Aventus. Aventus Romanus. Also, lauter Lateiner übrigens. Waves Nest, die hat... Ah, die hat den Teller mit der Holzplatte dahinter, weil ist ja nicht mehr durchsichtig, hat jetzt Stärke, ne? Der Teller, der bei meinen Eltern im Wohnzimmer hängt. Übrigens, so, was haben wir hier noch? Kein Bild, okay. Kämmerlein zu. Professor Soltex hat ja sein Schlaflabor, da sind also auch Villager rein, die kommen ja nie wieder raus, oder? Das ist ein Fischer, der braucht ein Fass. Habe ich da was dafür dabei? Jo. Warte mal. Der Herr, sie bekommen von mir ein Fass. Moment, halt. So. So, ein Fassi für die. So. Warte mal. Professor, du kriegst jetzt ein Fass. Ein Fass kriegst du hier. Guck mal, dein Biervorrat. Aha, jetzt geht er auch. Guck. Schon haben wir ihn repariert. Das Cola habe ich, ich habe nichts dabei. Doch, hier, guck mal. Tatsächlich. Na gut. Machen wir das mal einfach für glückliche Villager. So, auf Wiedersehen. Achso, Brot hat er wahrscheinlich auch nicht, aber ja, auch nicht dabei. Auf Wiedersehen. Ja, ich habe einfach so ein bisschen gespielt. So ein paar Sachen, die mir nicht gefielen. Und ich finde also den neuen Cobblestone halt echt hässlich. Es tut mir leid. Also ich finde, viele Sachen sind besser geworden. Aber der neue Cobblestone in Default gefällt mir nicht. Da werde ich so ein bisschen dran rumprobieren, ob mir der jetzt gefällt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also bei der Kirche finde ich ihn ein bisschen zu repetitiv. Aber möglicherweise mache ich auch einfach ein kleines Connected Textures dafür mit unserem WMTP Cobblestone. Vielleicht ein bisschen grauer als der im WMTP ist. Aber mal schauen. Ich bin da so ein bisschen herumspielen. Ich würde es jetzt erstmal drin lassen, wenn das recht für dich ist. Wobei, du kannst es nicht wirklich beeinflussen. Du musst jetzt aktuell mit... Ach, das ist ja normal, das da. Mit dem musst du mal kurz leben. Aber solche Spielereien, das zeigt halt auch die Vielfältigkeit von Minecraft eindrücklich. Man kann auch einfach diese Texturen nämlich nehmen, die einem nicht gefallen, und kann die verbessern. Und ich wollte mal auch zur Kirche einmal. So, wir gehen mal da hoch. So ein bisschen rumpreisen. Ist ja auch mal schön an so einem gemütlichen Samstag. Ein Laternchen von Daluzi. So, dann wackeln wir mal da hoch. Die finde ich aber auch nicht prickelnd. Aber gut, die sind ja auch unbearbeitet. Aber man müsste... Boah, ist die Sonne hell. The sun is so hell? Was ist da los? Oh, ich weiß, was ich heute machen werde. So, und da seht ihr die Kirche. Doch, eigentlich ist auch gut. Aber ja, man hat noch so ein bisschen... Da muss noch ein bisschen... An einer Stelle muss so ein bisschen noch dieser Fleck raus, glaube ich. Sonst wiederholt er sich zu oft. Dann geht's. Das ist nur, wie gesagt, ein Schnellschuss. Schnellschuss, ganz neu entwickelt und gemacht und ja, rumgepixelt. Ja, ja. Und jetzt, eigentlich bin ich ganz glücklich damit. Aber, wie gesagt, so ein bisschen Feintuning muss noch sein. Und das waren so ein paar Sachen, die mich wirklich gestört haben. Ansonsten ist es halt geil, ne? Und das ist halt jetzt auch geiler als vorher, oder? Findest du nicht? Ich find schon. Das hat auch den Stil wieder zurück, auch wenn das hier jetzt so... Das hat so einen Tudor-Stil so ein bisschen. Achso, ich sagte, ich weiß, was ich mache. Ja gut, du bist auf dem richtigen Weg, aber auf dem falschen. Und auch doch auf dem... Und nein, du ahnst es schon. Du ahnst es gleich. Spätestens. Der aufmerksame Zuschauer ahnt und weiß, was ich vorhab. Und er wird sagen, oh ja, das ist natürlich... Pff. Aber ja, es ist halt so. Ja. Erstmal ersticken. So. Das ist gut. Holz. Die Stüfchen. Ah, da sind so viele schon auf der Kante. Der Stein war umgezogen nach... da. Einbruchsteinstüfchen. Ach, jetzt weiß ich, was ich damit vorhatte. Das muss ich auch noch heute machen. 1, 2, 3. Das machen wir auch noch. Ach so, die Türen. Die Türen können weg. So, die Türen sehen auch erschreckend schäbig aus, wenn man das mit anderen Sachen vergleicht.
Vor allem halt mit den... Das ist echt ein Schwachpunkt, ne? Wenn der die Texturen sich nimmt von den wirklichen Texturen, dann sieht es einfach viel besser aus, als wenn das so kleine Texturen sind. Und selbst dann gibt es da welche, die... Ach, die Leiter sieht ja auch so aus. Die sind nicht mal runter. Doch, die auch natürlich. Aber sieht besser aus. Das Stöckchen geht, aber die sind echt nicht schön. Das liegt an diesem Kontrast, an diesem Sprung zu den restlichen Texturen. Wie viel haben wir denn noch? Auch eigentlich genug. Und Spinnensporner wäre trotzdem gut. Ich brauche den Piccolo. Wenn der mal mit mir hier spielen würde, dann wäre das gut. Ich kann ja mal rumfragen für die nächste Aufnahme, wer denn so Zeit hätte. Vielleicht kriegen wir ja den Piccolo auch mal wieder gepackt, bis das notwendig ist, dass wir wirklich aufnehmen. Wobei, nee, es wird... Es ist ja alles... Kinder. Kinder, sag ich dir nur. Jetzt habe ich hier aber noch viel Zeug auf der Tasche, weil ich nicht haben will. Was ist hier noch drin eigentlich? Ach, nur so eine... Da ist auch noch ein bisschen Kohle drin. Wenn ich dann die Kohle dazu stopp, ist das ja eine Idee. Dass die Apple, die Apple wird keine essen, ne? Von den Villagern, oder? Esst ihr Apple? Seid ihr Apple-Freunde? Nö. Die sind also wirklich Brotesser. Und zwar überzeugte Brotesser. Aber theoretisch müsste ja ich auch wieder Hunger bekommen. Dann geht das. Ach, hier habe ich noch 4 Erde zu viel. Naja, gut. So, dann trage ich hier mal mein schickes Treppchen darüber. Ah, ja. Aber ich finde die Original, also bei dem Cobblestone bin ich nicht glücklich. Und ich kann ja jetzt nicht auch einfach, ja gut, ich könnte die gegen den alten austauschen. Nur ist es ja dann nicht meins. Ne? Also dann kann ich damit gar nicht irgendwie, das ist ja dann Mojang. Mojang seins. Und deshalb habe ich jetzt mal so ein bisschen rumgespielt und das eigenes gemacht. Wie gesagt, 45 Minuten, das ist nichts wirklich mit so einer Textur für einen 64-Bit-Texture-Pack, wo du teilweise wirklich 3, 4, 5, 6 Stunden mit einer Textur verbringst. Und das ist dann schon schön, wenn man das mal so schnell machen kann. So, das ist der Hintereingang. Hallo, Hintereingang, hallo. Achso, ich wollte nochmal ins Haus. Also kann ich auch hinten rum. Ach, ich glaube, es ist schon gut geworden jetzt erstmal. Ach, hier fehlt auch noch eine Tür. Ah, hätte ich direkt mitbringen können. Und dann fehlt auch noch eine. Genau die 2 Türen, die ich weggeräumt habe. Ich bin gut. Aber das sagt ja auch keiner, dass ich es nicht wäre. Also, ne? Ist ja bekannt. Wundert sich ja keiner mehr. Außer vielleicht dem neuen Zuschauer. Hier müssen wir dringend noch irgendwie sehen, dass wir diese Kanten da unten rauskriegen. Das heißt, Stufen nochmal weg. Und hier müssen wir auch dringend was mit der Mauer machen. Das ist ja fürchterlich. Sag ich immer, ne? War schon immer fürchterlich. Na gut, mit WMTP ging es so ein bisschen, aber hier ist so, hallo. Ich meine, klar, ist eine Landmarke, aber er ist halt auch hässlich wie die Nacht. Das muss man einfach mal anerkennen, sagen. Er ist nicht schön. Guck ihn dir doch an. Das könnte so schön aussehen. Ich glaube, wir fangen mit dem Kleinen hier an. Die sind ja nicht mal besteigbar. Und der erfahrene Reiter weiß, dann muss es weg. Keine Ahnung. Moment, Reiter besteigen Pferde nicht, oder? Das hört sich, oder? Das hört sich irgendwie falsch. Es hört sich alles gerade falsch an. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung vom Reiten. Auch das hört sich falsch an. Ja, wobei eigentlich ist das als Mann ja... Ich denke da mal drüber nach, aber ich möchte das nicht weiter vertiefen. Oh, das hört sich schon wieder falsch an. Jetzt bin ich echt drin in der Suppe, ne? Da komme ich nie wieder raus aus dem Scheiß. Dankeschön. Mundwerk. Die alte Plaudertasche ist unfassbar. So, ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Warte mal. Oh, viel besser. Aha, da kommt langsam ein Zipfel Felsen, aber ich glaube noch nicht, dass mich das glücklich macht. So, da hinten ist der... Oh, da ist schon die erste Villager-Taiwan-Schaufel kaputt. Will Ärger. So, die gute Schaufel. Wir graben uns einmal rundherum. So, das ist die kleine Spitze, die mich nervt. Wird ja langsam, ne? Dann haben wir wieder Erde, weil wir hatten so wenig. Die brauchten wir noch, damit wir endlich Erde
haben tun. Oh, Kohle. Verdammt. Du weißt genau, dass ich an Kohle nicht vorbeikomme. Ich hätte mir Felsen mitnehmen sollen, um Dinge zu reparieren. Was ist denn hier eigentlich los? Ach, guck mal. Das war jetzt laut. Direkt in mein Ohr. Ich mache das hier noch mit weg. Die Schicht kann auch weg. Vielleicht lasse ich die Kohle doch mal da. Das wäre vielleicht eine Maßnahme in dem Falle. So. Der Felsen kann ja ein bisschen höher sein, auch wenn es jetzt für mich nicht gut ist. Und dann können wir hier nochmal... Da komme ich wieder hoch, nämlich. So. Dann krabbeln wir das hier weg. So. Die Kohle wird sich irgendwer mal holen, aber nicht jetzt. Zur Abwechslung. So, dann noch hier. Dann hier ein bisschen runter. Und hier ein bisschen rüber. Und hier noch ein bisschen weg. So. Ich mache mal hier noch, mal gucken. Schade. Ich hatte gehofft, dass... So. Von hier drüben ist ja immer noch steil, steile Kante. Den würde ich gerne noch weg haben. So. Gut. Das ist ja aber noch nicht schön. So. Ach, guck mal, das könnten wir hier noch mit Erde auffüllen. So. Sollte. Das macht es nicht besser. Und wenn ich jetzt die Kohle wegtrage, dann ja gut. Aber das mache ich dann jetzt. Ich kann es ja doch nicht lassen. Das ist zwanghaft. Zwanghaftes Kolanieren. So, dann kann man hier hoch. So. Ja, gut, das ist dann nicht mehr ganz so spektakulatius. Hier könnte man tatsächlich auch noch wieder eine Kohle reinmachen. Eine Erde. Und hier machen wir noch eine Kante dran. Wir hätten uns so Slappies mitnehmen können. Felsslappies. Ja, was ist denn los mit mir? Dann wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber so sieht es schon, glaube ich, ein bisschen besser aus. Dieser hier. Ja, definitiv. Ist schon viel besser geworden. Dann könnten wir jetzt noch hier gerade mal schnell mit der Taiwan-Schaufel. Okay. Ich glaube, ich brauche für diesen Berg hier ein Gerüst. Oder Dynamit am besten. Zack, puff. Ja, dann hier noch ein Streifchen. So. Ja. Das kann man hier noch weg. Behalte ich mir mal ein bisschen Grünzeug vor, damit es auch wieder nachwachsen kann. So. Ach, hier ist auch noch so eine Kante. Die Tante von der Kante. Ja, da vorne steht so eine Fichte. So. Fichte. Birke, meine ich natürlich. Die Birke. Dann haben wir jetzt da oben das Ding. Jo. Kommt man die jetzt einigermaßen hoch? Noch gar nicht, ne? Naja, man kann auch außen rum gehen. Ist gar nicht so schlimm. Die Kante gefällt mir auch noch nicht. Das ist mal wie Urlaub. So. So, da ist schon die erste Schaufel kaputt. So, Berg. Dann gehen wir mal da lang und werden uns da mal hochfahren. Ja, das ist ganz gut. Ein Berg mit Baugerüst. Man sieht es im Hintergrund wachsen. Das war ein bisschen überambitioniert. Aber gut, das macht man halt mal. So, dann kann man das hier ja abtragen. So, ich sehe nicht ein, Baugerüste zu opfern. So, da ist unser Baugerüst. Und dann geht's wieder hoch. So, der erste Schritt ist natürlich, wir werden diese Bäume entfernen.
So, den hätten wir. Ich bin auch vorsichtig über optimistisch, dass wir von den Bäumen so alles kriegen, was die so zu geben haben. Netter Nebeneffekt, wir stocken knappe Eichenbestände auf, die ja doch immer eng sind. Dann ist das gut. So, guck mal. Warte mal, erstmal hier oben die Platte. Die kann als erstes weg. Zumindest ist der Blick schön beim Arbeiten. Den Erdblöcken renne ich auch nicht hinterher, keine Sorge. Was da runterfällt, das ist halt einfach runtergefallen. Ein dickes Türmschiff vom Skytas. Ja, vom Skytas, ne? Ich habe ihn ja letztens unberechtigterweise beschuldigt, die flotsische Bäckerei gebaut gehabt zu haben. Das war ein Fauxpas von mir. Ja, kommt schon mal vor. Dass man bei all den Aufnahmen irgendwann verwechselt, wer was gebaut hat. Na, das ist, glaube ich... Man ist ja doch immer mit eigenen Sachen unterwegs, wenn dann Gäste da sind. Und ja, dann ist das halt so, dass man auch schon mal was verwechselt. So. Geht. Oh, mit Blick auf die Sonne. Und der Arm ist wieder total missgebildet. So. Du musst weg, Bett, sonst kriegst du hier Schwierigkeiten. Wenn hier alles verschwindet. So, da war ein Birkensetzel. Ding. Ich hätte mir eine Kiste mitnehmen sollen, wird Mox jetzt sagen, weil ich bin jetzt bald voll. Ich habe doch so ein Gefühl gehabt, dass ich voll bin. Aber wir können ja runter. Ist da Platz für noch? Und wir haben noch Platz für das, aber mehr auch nicht. Und gut, die Schaufel könnte noch auseinanderfliegen, aber so bald wohl nicht. So. Da kommt noch Zeug von oben. Ups. Ja, wir sind... Warte mal, ist das... Ach, das ist Eiche. Eiche. So, dann kriegen wir noch ein bisschen was weg. Vielleicht fliegt die Schaufel uns auseinander. Dann könnten wir noch eine kaputt machen. Wir machen erstmal die Schaufel kaputt. So, das hat schon mal geklappt. Und die Äpfel werden nicht weniger, fürchte ich. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Stecki frei für Erde. Achso, hier war ja... Hier könnten Probleme entstehen. Bei dieser Stelle. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber erstmal graben wir hier diese Schicht weg. Zack, 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 zack. So, guck mal. Das wird doch gut. Es geht darum, diesen Berg zu entfernen, ne? Also schon irgendwie gestaltungstechnisch auch, aber erstmal weg. Wird einer oder andere sagen, oh, da war toll, der Berg. Nee. Das tut mir leid, aber nee, der war nicht toll. Er war einfach nicht toll. So, dann gehen wir einmal hier runter, nehmen noch das solche Proforma auch noch mit. Und dann geht's einmal hier hoch. Zack, 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 zack. Und darüber. Dann müssen wir einmal durch den Bambuswald. Da gibt es ja zum Glück eine kleine Treppe, eine Brücke. Eine, wie auch immer. Seerosen über den Teich. Ich bring mal kurz. Warte mal. Vorsicht, mir im Feuer nicht reinlatschen. Wir haben ja beim Flozi gesehen, was da passieren kann. Ja, das wird schon eine Landmarke verschwinden, das ist mir bewusst, aber es war halt eine hässliche Landmarke. Ich kann es nicht anders sagen, es tut mir leid. Und mein Job ist es hier, dass alles schöner wird. Ob das jedem gefällt, geht gar nicht. Ne? Falls du sagst, oh, der geile Berg, oh, es gibt ja die geheime Folge, naja, so geheim ist ja gar nicht. Es gibt ja Folgen, wo man sich diesen Berg, also man kann ja sich diesen Berg auf die eigene Welt sozusagen, auf die eigene Platte, auf den eigenen Server holen. Und dann kann man mit dem Berg machen, was man will. Aber hier muss ich dann die Entscheidung treffen, wer hier wie stehen darf oder nicht. Und dieser Berg darf es nicht. Das ist ein Berg des Todes. Das ist der Todesberg, weil er zum Tode verurteilt wurde von mir. So, die hätten wir weg. Ach so, ja. Ich habe noch Samen auf der Tasche.
Das war schon angefangen, ne? So schön kompostieren alles. Die nicht. Oh boy, die könnte man auch noch kompostieren. Ich glaube, Eichendisziplin haben wir mehr als hier noch. So, oh. Noch ein Mehl. Gut. So, Komposterer. Ist denn auch der Kompost schon da? Dann kommt hier die Birke in die Grünzeug. Ja, das stockt mal die Bestände ein bisschen auf. Das finde ich gut. Knochenmehl, das ist hier. Cobblestone. Tue ich erstmal da rein. Dann habe ich Birke geholt. Der kommt da rein und der kommt auch da rein, weil das müssen wir eh auffüllen. Dann habe ich 2 Kohle gefunden. Das ist ja der helle Wahn. Und außerdem schon wieder Stickies von den Bäumen. Da ist man ja mittlerweile, als Holzfäller ist man da ja gespammt. Gespammt! Da ist noch eine Steinschaufel. Die Schmusefel brauche ich nicht. Aber vielleicht nehme ich mir noch eine Eisenschaufel dann mit. Die Villager-Einkäufe sind ja schon ausgekäuft. Also verbraucht. So. Zurück ans Werk. So. Frisch ans Werk, Mr. Freeman. Frisch ans Werk. Das war irgendwie anders. War ich immer nie. Das erste Wort fehlt mir immer. Das kannst du mir garantiert sagen. Was war denn das? Irgendwas mit ans Werk, Mr. Freeman. So, dann hier noch hoch. Ich habe letztens mal kurz bei Turbinator in das Minecraft-LP reingeschaut. Da muss ich ja sagen, da fand ich total verstörend. Da lief jemand rum, der aber nicht moderierte. Und dann fragte ich mich, warum? Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich meine, ich habe ja so eigene Qualitätsansprüche, die so ganz, ganz obskur sind. Aber wenn ich doch jemanden in einem LP dabei habe, dann lasse ich den da sprechen und nicht die ganze Zeit über den Ingame-Chat schreiben. Was war denn das? Vielleicht bin ich da komisch, aber ich fand's komisch. Warum ist da jemand dabei, der nicht sprechen kann? Gibt's dafür Gründe? Ich meine, klar, es könnte jetzt irgendwelche Barrieregründe geben, dass jemand wirklich nicht sprechen kann. Das steht ja außer Frage. Aber normalerweise lebt das nicht von Dialogen in Let's Play? Nicht von Chat-Nachrichten? Bin ich da irgendwie alte Schule? Bin ich da altmodisch? Aber mich hat das irgendwie, ja, genervt dann. Also ich mag Tobi, also darum geht's nicht, ne? Also ich will ihn da nicht schlecht machen, aber ich fand das in dem Moment ultra komisch, dass da jemand rumläuft, der eben nichts sagen darf. Ich kenne das von so ganz kleinen Let's Playern, habe ich das auch schon gesehen. Aber bei so einem großen, warum zur Hölle? Wieso? Warum gibst du den Leuten keine Stimme? Was ist das für eine Zweiklassengesellschaft? Fand ich komisch. Aber gut, ich bin ja selbst komisch. Ich bin da, ja. Insofern ist das vielleicht auch nicht maßgeblich. Wenn ich sowas komisch finde, ist nicht maßgeblich. Also, wir machen uns hier verrückt wegen der Tonqualität von unseren Besuchern, wo wir teilweise gar keinen Einfluss drauf haben. Das ist schon schräg teilweise wieder. Gut, ich meine, vielleicht, ich beneide vielleicht ihn auch einfach um seine Entspannung. So tiefenentspannt da sowas, ja, jemanden Stummes da rumlaufen zu lassen. Krass. Ich find's krass. Das ist wirklich so. Muss ich an der Stelle mal so sagen. So. Aber gut. Wie gesagt, wie die eigenen Qualitäts... Ich kann ja nicht meine Maßstäbe an andere anlegen. Ne?
Und das gilt auch für einen Tobi, der viel größer ist. Und ich will auch gar nicht so groß sein, das ist der nächste Punkt. Aber ein Tobi, der so viel größer ist, da kann ich auch nicht die Maßstäbe, die wir hier anlegen, ansetzen. Ich meine, in der Vergangenheit konnten wir ja auch nicht immer alle Qualitätsansprüche erfüllen, die wir hatten. Weil es einfach, ja, manchmal aus technischen Gründen so einfach nicht geht. Und vielleicht war das in dem Falle der Fall, dass da was aus technischen Gründen nicht ging. Ich weiß es halt nicht. Ach nee, so geht's ja nicht. Da muss ich ja hier, guck mal. So sollte es eigentlich gehen. Wenn es ein bisschen gruselig ist. Ach ja, das geht jetzt nicht mehr. Wieso? Ach, maximale Reichweite oder was? Naja, gut. Da machst du nichts, ne? Da ist dann alles erreicht. Tatsächlich frage ich mich aber, welche Versionen. Ach, guck mal, die fallen dann runter. Dann hätte man theoretisch. Ach, geil. Sowas in Minecraft. Ich bin fasziniert. Was ich mich gerade noch fragen wollte, ist, was eigentlich da für eine Version verwendet worden war beim Turbinator. Ich hatte so lange nicht geguckt. Ich hatte aktuell dann in dem Moment keine weitere Zeit mehr. Außer mich zu wundern. Auch nicht, das ist wie gesagt wirklich kein Hate, sondern so Gedanken, die man hat, wenn man so sieht, und stellt sich dann halt Fragen und überlegt, wie es dazu kommt, dass sowas zustande kommt und dass man selbst es halt vermeiden würde, aber es ist jetzt nicht wertend gemeint. Ich könnte auch genauso gut hier in dem Ding schlafen, wenn ich schon hier bin. Das sind so Sachen, wo man sich manchmal einfach fragt und denkt so, oh, du, was ist da los? Wieso ist das so und so? Du würdest es anders machen. Und erstaunlicherweise wird es halt dann wieder zum Thema Perfektionismus. Es wird dann scheinbar von der Community auch wieder akzeptiert, wenn das so gemacht wird, wie er das machte. Also hat keiner gesagt, wieso redet die nicht? Finde ich dann wieder krass. Weil ich das immer das Gefühl habe, weil manchmal werden. Ja, ich glaube, das ist das Bild, was man zeichnet, ne? Vielleicht ist genau das, dass ich ein Perfektionist bin und dadurch ihr auch Perfektionismus so ein bisschen erwartet. Und vielleicht ist der Tobi einfach insgesamt entspannter. Also nicht beim Gameplay. Beim Gameplay erwarte ich bei mir keinen Perfektionismus, aber das weiß auch jeder, glaube ich. Dass das mehr so eine Ton und Video und sonst die Sache ist und tut mir nochmal leid, wenn dann mal vereinzelt mal irgendwo zum Beispiel die Musik zu leise ist. Ne? Das ist aber ein Risiko, was ich billig in den Kauf nehmen muss. Weil lieber die Musik als die Moderatoren. Im Zweifel. Im Zweifel für die Musik. Das werde ich hier irgendwann mir nochmal angucken. Das ist eigentlich eine schöne Ecke. Müssen wir uns mal überlegen. Möchte ich jetzt nicht einfach als Schnellschuss verbatzeln. Ist nicht das Ziel. Wir brauchen hier trotzdem so ein bisschen Aufgang. Ich da jetzt das wegnehmen, ist auch kein Gewinn, aber da kann ich auch das wegnehmen. Also richtig Gewinn ist es nicht, aber doch geht. Kann man so machen und dann nehme ich hier das Gerüst mal wieder. Nee, warte mal. Tatsächlich, man kann es ja nach oben ziehen jetzt auch. So ist eigentlich viel angenehmer. Das ist richtig. Jetzt ist es richtig. Sieht witzig aus, da komme ich auch wieder hoch. Lass ich erstmal stehen. Wer weiß, wofür es gut ist. So, dann gucken wir mal, dass wir hier den Felsen noch ein bisschen Style geben. So. Ich glaube, der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Wir haben ja vielleicht auch so ein paar Bäumchen dabei. Da könnte man nochmal. Ah ja, siehst du? Das meinte ich. Es gibt Leute, die fragen sich immer, warum ich scharfe Kanten nicht so mag. Das liegt einfach an diesen 1 Meter Kanten. Das wäre es anderes gewesen, wenn wir jetzt hier andere neue Möglichkeiten bekommen hätten. Da hätte man viel mehr gestalten können, aber ich muss halt mit sowas da auch leben. Ich kann ja nicht alles umgraben. Ich würde es tun, wenn ich es könnte. Im Mittelalterwelt habe ich das zu weiten Teilen sogar gemacht. Von Hand. Immer wieder und wieder. Aber hier sind die Möglichkeiten ein bisschen beschränkt.
Und nach meiner Erfahrung entsteht aber auch meistens was Gutes, wenn man da so ein bisschen der Sache eine Form gibt. Nicht immer, nicht immer. Ich habe auch schon Sachen verschlimmselt. Was anderes zu behaupten wäre schlicht gelogen. Aber das Ding hier müssen wir jetzt noch verbessern. Und dann müssen wir diesen Klumpen da. Oh. Birken, also ich werde hier ein paar neue Bäumchen setzen noch. Der wächst dann wahrscheinlich hier so rüber, könnte gehen. Sprung ins Gerüst. Geht. Gut. Fahre ich mal nach oben. Zack. Das war cool jetzt hier mit dem hier. Zack. Und zwar würde ich hier die Spitze so ein bisschen runternehmen. Und dann hier vielleicht noch. So. Jetzt hat er hier so eine... Dann mal hier noch eins runter. So, mal gucken. Das sieht ungeil aus. So. Muss ich auch so immer so ein bisschen vorstellen, wie hier die Erosion stattfindet. Wenn das Wasser hier immer abläuft und der Felsen sieht immer noch merkwürdig aus. Der braucht noch ein bisschen mehr Felsen, glaube ich. Da muss hier noch was hin. Und dann sieht das hier auch noch ein bisschen merkwürdig aus. Die Spalte da. Das ist jetzt hier so eine Felsspitze, vielleicht, wenn man hier noch ein bisschen ausgräbt. Es ist noch mehr Felsen da. Juhu. Ah, jetzt kriegt er eine Form, siehst du mal. Na, dann war ich doch zu unmutig. Dann wird er noch ein bisschen gekürzt. Und zwar so um 2 niedriger. Wir probieren das mal mit 2 niedrigern. Aufbauen könnten wir ihn immer noch. Nicht spontan, aber doch mit Planung. Oh. Ich bin ja völlig aus dem Ruder gelaufen von der Zeit. Huh? Also 1, 2. 1, 2. Verdammt. 1, 2. So, jetzt 2. Das ist hier sogar noch ein bisschen Erde höher. Nein, nicht mehr. Ach, guck mal, da kriegt er noch ein bisschen mehr Form. Siehst du? Da ist ein toller Felsen im Berg. Man muss noch ein bisschen suchen. Dann geht's. So. Geh mal ein bisschen weg. Oh, guck mal, hallo. So. Sieht schon viel besser aus, trotz allem. Sehr geil. So, was haben wir hier noch? Am Birke. So, dann das Gerüst könnte ich mal lassen. Da kann ich nochmal hoch. Drum gibt es ja auch noch was zu tun. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich an diesem schönen Tage von euch verabschieden, weil es einfach an der Zeit ist und ich total überzogen habe. Das ist unklug, es ist sehr unklug. Es hat viel Spaß gemacht, deshalb sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.